Du liebst Steaks, deine Kinder essen glutenfrei und deine Oma lebt vegan? Kein Problem, die smarte Küche Cheffy bietet für jeden das passende Gericht. Du hast Besuch? Cheffy kann für 6 Personen kochen und 3 verschiedene Rezepte gleichzeitig zubereiten. Außerdem ist die Küche so intelligent, dass sie die benötigten Zutaten über Lieferdienste bestellt. Und da die Entwickler eine Datenbank mit mehr als 5000 Rezepten angelegt haben, können die glücklichen Besitzer von Cheffy viele neue Gerichte entdecken. Natürlich kann man die intelligente Küche auch abschalten und sie stattdessen wie einen normalen Herd verwenden. Aber warum sollte man das tun, wenn Cheffy über eine Sprachsteuerung und einen Timer verfügt? Man sagt einfach, was man essen möchte und das Essen steht pünktlich bereit. Bislang befindet sich diese Idee aber noch im Beta-Stadium. Der ungefähre Preis ist aber schon bekannt. Er liegt bei 9.185 Euro. Wassernebelkühlsysteme sind so effizient, dass sie die Lufttemperatur um bis zu 15 Grad senken können. So kann man sich entspannen, während die intelligente Küche das Essen zubereitet. Das erste Kühlsystem heißt Miss 360. Es eignet sich in der Basisversion für eine Fläche von 19 Quadratmetern und verfügt über 8 Düsen. Die optimale Höhe für Miss 360 beträgt 2,40 Meter, was das System zu einer guten Wahl für Sommerterrassen und Cafés macht. Aber die Firma Cooloff hat noch mehr interessante Ideen. Wie wäre es zum Beispiel mit den besten Nebelschirmen der Welt? Die Serie heißt Mr. Brella. Cooloff bietet auch Sonnendächer mit Kühlfunktion an. Und dann gibt es noch den Tropic Breeze. Dabei handelt es sich um einen Nebelgenerator in Kombination mit einem Ventilator, der bis zu einer Entfernung von 5,5 Metern für Abkühlung sorgt. TechSofa ist einer der besten Sofahersteller Großbritanniens. Das Unternehmen stattet seine Möbel mit immer mehr beeindruckenden Optionen wie Steckdosen, USB-Anschlüssen, Bluetooth-Lautsprechern, Heizungen, Lampen und so weiter aus. Wäre TechSofa ein Auto, würde es in der Garage von Inspector Gadget stehen. Von so einem Ding möchte man nicht aufstehen. Muss man auch nicht. Fürs Homeoffice gibt es einen eingebauten Klapptisch. Im Ruhemodus verwandeln sich Teile des Sofas in eine Art Sessel. Die zweisitzige Version mit einer Breite von 195 cm ist für 1780 Euro zu haben. Überrasche deine Freunde mit deinem Wissen. Diese Kästen nennt man Growboxen. Hast du schon einmal die riesigen Industriegewächshäuser gesehen? Diese Boxen sind ähnlich, aber für zu Hause. Das Team von Hey Abby hat die Growboxen auf die Seite eines Kühlschranks geschrumpft. Die Box kostet 412 Euro und ist für Anfänger geeignet, da sie nur 10 Minuten Aufmerksamkeit pro Woche erfordert und die Prinzipien einer guten Ernte Schritt für Schritt über eine App erklärt. Außerdem ist sie sowohl für Samen als auch für Setzlinge geeignet. Die Growbox regelt selbstständig die Kombination von Belüftung, Beleuchtung, Hydrokultur und anderen Werten. So kann beispielsweise auch jemand Tomaten züchten, der all diese Technologien erst kennengelernt hat. K9 Grass ist der erste Kunstrasen speziell für Hunde. Er ist so beliebt, dass die bisher verlegte Fläche bereits mehr als 5 Monacos entspricht. Was ist also das Besondere an K9 Grass? Zum einen garantiert die Schicht von Flow-Through-Backing eine schnelle Drainage von Rand zu Rand. Zum anderen sind die Grashalme kürzer und dichter. Deshalb ist es mit K9 Grass einfacher, feste Abfälle zu entfernen. Und drittens sorgt die Alphazen-Technologie für eine antimikrobielle Wirkung.
Sie bekämpft unangenehme Gerüche, sodass der Rasen auch für den Innenbereich geeignet ist. Nicht zu vergessen sind die hervorragenden Dämpfungseigenschaften, die die Gelenke des Hundes schonen. Bond, Mr. Bond. Das ist nicht etwa die Ankündigung eines neuen Films über den legendären Spion, sondern der Name eines Wäschetrockners von Xiaomi. Das chinesische Unternehmen investiert Milliarden in Forschung und Entwicklung. Entsprechend hochtechnologisch sind seine Trockner. Mr. Bond M1T eignet sich sogar für kleine Wohnungen, da er an der Decke befestigt wird. Er fasst bis zu 35 Kilogramm Wäsche. Sein Hauptmerkmal ist eine Querstange, die ein Heizelement mit Ventilatoren kombiniert. Die warme Luft strömt von unten nach oben. So werden auch Bettbezüge schnell trocken. Sollte einmal etwas schiefgehen, fährt der Mr. Bond M1T automatisch herunter. Der Trockner kostet 338 Euro. Ein privater Swimmingpool ist nichts Besonderes. Sie werden heute überall gebaut, sogar auf Yachten. Doch die Ideen von Biotop sind bemerkenswert. Das Unternehmen baut Teiche und Swimmingpools nach dem Biotop-Prinzip. Statt mit Chemikalien wird das Wasser durch Pflanzen und Mikroorganismen gereinigt. Selbst in der Filteranlage schwimmen Bakterien. Die Anlage ist in mehrere Bereiche aufgeteilt. Einer der Bereiche hat weniger Pflanzen und ist tiefer als 2 Meter. Hier ist Platz für alle, die gerne schwimmen. Im anderen Bereich fühlt man sich wie in einem richtigen Teich. Sogar Uferbüsche sind da und man kann sich eine Angel ausleihen. Auf den Einsatz von Chemie wird gänzlich verzichtet. Wer von euch würde so einen Teich in seinem Garten haben? Weinkenner wissen, dass das edle Getränk hohe Ansprüche an Licht, Temperatur und vieles mehr stellt. Doch ein Weinkeller ist ein teures Vergnügen und passt oft nicht ins Haus. Speziell für den Fall, dass die Flaschensammlung allmählich wächst und kein Platz für die Lagerung vorhanden ist, hat die Firma Revonia SmartLift entwickelt. Der Luxus kostet rund 23.900 Euro, braucht aber viel weniger Platz. Ist in 40 Sekunden aufgebaut und kann die perfekte Temperatur einstellen. Die Heizgeräte East Oak Igloo benötigen 240 Volt. Kein Wunder, dass sie vor allem für den gewerblichen Einsatz vermarktet werden. Das Heizgerät eignet sich aber nicht nur für die Veranda eines Restaurants, sondern auch für die private Terrasse. Die kleinere Version, der 3000er, kann eine Fläche von 12 Quadratmetern beheizen. Die größere, die 4000er, beheizt eine Fläche von 15 Quadratmetern. In beiden Fällen beträgt der Heizwinkel 45 Grad. Aus Effizienzgründen haben sich die Entwickler für Nanokeramik entschieden und bieten mehrere Leistungsstufen an. Die Obergrenze liegt bei 4 Kilowatt. Das Gerät kostet 453 Euro. Das kleinere Gerät hat eine Leistung von 3 Kilowatt und kostet 340 Euro. Im Jahr 2017 wurden 26 Millionen Pakete von US-Bürgern gestohlen. Im Jahr 2022 waren die Diebe so dreist, die Pakete direkt von Güterzügen zu stehlen. Schafft es ein Paket bis zur Haustür des Empfängers, tricksen die Kriminellen die Kameras aus. Deshalb sind die Zusteller auf spezielle Boxen angewiesen. Darin befindet sich ein Beutel, in den das Paket gelegt wird. Dann wird die Box mit einem Schloss verschlossen und der Besitzer wird per Smartphone benachrichtigt. Er kommt nach Hause, holt das Paket ab und legt den Beutel wieder hinein.
Smart Home Garden ist ein Projekt, das Garten und Fernsehen miteinander verbinden soll. Hier kommen die EPPS-55-Halterungen zum Einsatz, die für die Bildschirme mit einer Diagonale von bis zu 75 Zoll geeignet sind. Mehr noch, der Sicherheitsabstand erlaubt es, den Fernseher manuell um 50 Grad nach links und rechts zu drehen. Bewegt werden die Türen mit dem Antrieb MDM-Split, der für eine Belastung von bis zu 200 Kilogramm ausgelegt ist. Das hat die Fachwelt überzeugt und sogar mehrere Preise gewonnen. Wie findet ihr das? Das Presso-Team hat Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe angezogen. Sogar Forbes hat darüber berichtet. Eine der Erfolgsgeschichten ist die Zusammenarbeit mit Holiday Inn, einer der größten Hotelketten der Welt. Weil jeder saubere und gebügelte Kleidung liebt, hat Presso einen Schrank entwickelt, der mithilfe von Dampf dafür sorgt, dass das Lieblingshemd wie neu aussieht. Das ist ein neuer Standard in der Wäschepflege, versprechen die Entwickler. Schon allein deshalb, weil der Schrank so groß ist wie ein paar Verkaufsautomaten. Damit passt er perfekt in den Hotelflur. Der Schrank reinigt zwar maximal zwei Kleidungsstücke auf einmal, dafür braucht er aber nur 10 Minuten. Dank der Kombination von Dampf, Luft und einer speziellen ungiftigen Flüssigkeit verbraucht er 7-mal weniger Wasser und 3-mal weniger Strom. Die Smart Cocoon-Ventilatoren lenken den Luftstrom in Bereiche und Räume, die im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt sind. So können Kunden allein bei den Heizkosten bis zu 30% pro Jahr sparen. Ein Smart Cocoon 10x25 cm schafft bis zu 80 Kubikmeter pro Minute. Er wird über WLAN gesteuert, kann aber auch über eine App oder Smart Home-Systeme überwacht werden. Und er kann mit intelligenten Thermostaten wie Nest und Echo Bee verbunden werden. Zwar kostet der Smart Cocoon 137 Euro, doch die zukünftigen Einsparungen gleichen diese einmalige Ausgabe wieder aus. Die Sunny Niagara ist eine praktische Dusche, die mit Solarenergie betrieben wird. Sie wird mit 50 Litern 15 Grad warmem Wasser befüllt. Bei Sonnenschein ist das Wasser schon nach 2 Stunden doppelt so warm. Die ideale Temperatur lässt sich über den Wasserhahn einstellen. Sunny Niagara ist natürlich nicht so hoch wie der berühmte Wasserfall, nur 2,10 Meter. Aber sie wiegt 9 Kilogramm, sodass sie bei Bedarf auch auf dem Campingplatz mithelfen kann. Der Duschkopf hat einen Durchmesser von 20 cm und eignet sich sowohl zum Erfrischen als auch zum gründlichen Waschen. Die Dusche kostet 325,50 Euro. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Und wenn es Abfall ist? Heute gibt Home Biogas eine Antwort auf diese Frage. Das Gas riecht vielleicht nicht so gut, aber es tut etwas Gutes. Die 170.000 kenianischen Bauern, die bis 2028 eine Biogasanlage des Unternehmens erhalten, können das bestätigen. Alles, was sie tun müssen, ist, ihre Abfälle in einen speziellen Sack zu füllen. Dann übernehmen Mikroorganismen die Arbeit. Sie produzieren Gas, mit dem man kochen kann, und flüssigen Dünger. Die Anlage der vierten Version frisst bis zu 8 Liter Abfall pro Tag und produziert genug Gas, um 4 Stunden lang zu kochen. Das kann man für 1430 Euro ausprobieren, ohne nach Kenia reisen zu müssen. Auf den ersten Blick unterscheiden sich die Halabox-Mülleimer nicht von ihren Kollegen. Tatsächlich handelt es sich aber um eine patentierte Spezialanfertigung von Hala. Schauen wir genauer hin.
Uns fallen sofort viele kleine, aber wichtige Details auf. Die Box hat einen automatischen Deckel. Er hebt sich, wenn man den Behälter zu sich heranzieht. Weil er schräg auf einer speziellen Halterung steht, können auch Rollstuhlfahrer ihren Müll problemlos einwerfen. Der Deckel ist an einem breiten und bequemen Griff befestigt, was die Gefahr der Verschmutzung verringert. Für zusätzliche Sauberkeit und Ordnung sind die Behälter mit einem Schloss ausgestattet. Wenn man durch die Stadt geht, kann es gut sein, dass sich unter dem Asphalt ein solcher Kabelschacht verbirgt. Er dient dazu, Kabel und zugehörige Geräte zu verstauen. Von der Installation von Überwachungs- und Beleuchtungssystemen bis hin zur Verlegung von Stromleitungen sind Kabelschächte in vielen Situationen nützlich. Da in ihnen gefährliche und wertvolle Gegenstände aufbewahrt werden, muss die Konstruktion sehr robust sein. Der Schacht KKT2 zum Beispiel hat einen Stahlrahmen, der einer Belastung von bis zu 40 Tonnen standhält. Und das Gehäuse aus Kunststoff hält Temperaturen von minus 40 bis plus 50 Grad Celsius aus. Der Maus X10 Klein ist kein Remake eines berühmten Panzers, sondern eine Revolution im Feuerlöschen. Aber wie gut kann so ein kleiner Feuerlöscher schon sein? In diesem Fall spielt die Größe gar keine Rolle, denn der Feuerlöscher arbeitet mit einem Kaliumgemisch. Dieses Gemisch erzeugt einen bis zu 3 Meter weit reichenden Sprühstrahl, der eine Pfanne mit Öl, Elektronik oder Benzin löschen kann. Bei dieser Vielseitigkeit kommt ihm seine geringe Größe zugute. Schließlich passt der 24,5 cm lange Feuerlöscher in jeden Kühlschrank. Der Maus X-Teen Klein hat eine Lebensdauer von 6 Jahren und kostet 47 Euro. Die Firma Navien präsentiert die neueste Entwicklung auf dem Gebiet der Hausheizung. Die Öfen der NPF-Serie zeichnen sich durch einen hervorragenden AFU-Wert aus. Je höher dieser Wert ist, desto mehr Wärme erhält man pro Brennstoffeinheit. Bei diesen Öfen liegt der AFU-Wert bei 97%. Wie hat Navien das geschafft? Einer der Erfolgsfaktoren ist ein innovativer Wärmetauscher in der Brennkammer, der sich außerhalb des Luftstroms befindet. Die Öfen der NPF-Serie heizen einen Raum auf bis zu 42 Grad Celsius, sind leise und können mit Erdgas, Propangas oder Strom betrieben werden. Starke Regenfälle bringen viele der Regionen der Welt ins Wanken. Dieses Jahr traf es sogar Dubai, und zwar so heftig, dass der Flughafen überflutet wurde. Und in Europa hat es im vergangenen Jahr 7% mehr geregnet als sonst. Solche Systeme haben also eine lukrative Zukunft. Vor allem, wenn sie von Ingenieuren und nicht von neuronalen Netzen entwickelt werden. Die Systeme von DBK können Holz, Beton, Fliesen und sogar raue Böden vor den Folgen einer Überschwemmung schützen. Es handelt sich dabei um Matten, die 37 Grad warme Luft zirkulieren lassen und um Luftentfeuchter, die rund 91 Liter Wasser pro Tag entfernen können.